bin Nadine Dubois, ich bin Schauspielerin und ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe. Das kann ich mir zum Glück leisten. Es gibt ja auch für alles Lieferdienste. Die kommen dann hierher und bringen mir Sachen, damit ich nicht raus muss. Und es gibt zum Glück die Müllabfuhr und Wasser und Strom. So viele Menschen da draußen krempeln die Ärmel hoch und packen mit an, damit ich hier sitzen und mich und andere schützen kann. Das finde ich gut. Nicht gut finde ich, wenn diese Menschen dann am Wochenende rausgehen aus ihren kleinen dunklen Wohnungen und sich in den Park setzen. Dann gehe ich auf meinen Balkon, mache davon Fotos und schreibe auf Twitter, dass die schrecklich egoistisch sind. Und dann gehe ich auf meine Dachterrasse, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen und fühle mich gut, weil ich mich und andere schütze. Bleiben Sie gesund und machen Sie es genauso. ZDF heute live. Ganz herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben heute eine riesen Kontroverse ausgelöst mit dem Hashtag Alles dicht machen. Offenbar gemeint als satirische Kritik an den Corona-Maßnahmen. Viele Prominente äußern sich kritisch zu der Aktion. Satiriker Jan Böhmermann schreibt auf Twitter: Das ist das einzige Video, das man sich ansehen sollte, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat, und teilt eine Doku-Reihe des RBB, die den schweren Alltag auf der Intensivstation der Berliner Charité zeigt. Dazu schreibt er das Hashtag Alle nicht ganz dicht und tritt damit eine Gegenbewegung zur Alles-Dichtmachen-Aktion los. Es gibt hier auch Reaktionen. Es gibt zum Beispiel Sadat X über YouTube. Menschen, die ihre Meinung sagen, die nicht dem Mainstream entspricht, müssen sich öffentlich entschuldigen und haben Angst. Wo sind wir nur angekommen? Diktatur wird immer offensichtlicher. Weitere Twitter-User schreiben: Die Alles-Dichtmachen-Videos sind der absolute Tiefpunkt der Pandemie. 80.000 sind allein in Deutschland an Corona gestorben. Aber die privilegierten SchauspielerInnen haben nur Hohn und Spott für die, denen das nicht egal ist. Also eines muss man ihnen lassen. In Sachen Selbstzerstörung haben die deutschen Schauspieler heute neue Maßstäbe gesetzt. Da schlackern selbst der CDU die Ohren. Und in dasselbe Horn bläst Gisela Kern auch über YouTube. Ich sage nur Spitze. Schade nur, dass sie jetzt in den Mainstream-Medien und von vielen Menschen in der Luft zerrissen werden. In was für einem Land leben wir zwischenzeitlich? Es gibt keine Demokratie und Meinungsfreiheit mehr. Mein Name ist Kea Königer und ich bin Schauspielerin. Und ich freue mich. Das hier hinter mir ist Deko Behrendt. Den Laden gab es seit 1914. Der hat zwei Weltkriege überlebt. Ich freue mich, dass der jetzt weg ist, weil wir haben ja sowieso nichts mehr zu feiern. Wir sollten überhaupt nie wieder feiern. Also, dann sind wir alle am sichersten. Und dann wird das Leben so richtig schön. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Hallo. Mein Name ist Lutz van der Horst und ich bin der Kaspar von der Heute-Show. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an die mutige Aktion Alles dicht machen. Ich bin vorgestern positiv
auf Corona getestet worden. Und ich habe keine Ahnung, wo ich mir das verfickte Virus eingefangen habe. Danke, dass ihr die Leute ermutigt, unvorsichtiger zu sein, damit sie in den gleichen Genuss kommen können wie ich. Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gültekin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als 6 Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Nachts um 2 geht's los. Da gehe ich dann von Haus zu Haus, klingel die Nachbarn wach und hol die Kinder nacheinander aus ihren Betten. Dann stecke ich ihnen so ein Teststäbchen in den Hals. Manche bekommen davon einen Würgereiz, müssen sich übergeben. Da kümmern sich dann aber die Eltern drum. Morgens um 5 ist die Runde zu Ende. Dann gehe ich nach Hause, hol meine Kinder aus dem Bett und teste sie. Und weil es sich im Grunde danach nicht mehr lohnt, ins Bett zu gehen, lasse ich sie bis 7 Uhr vorm Haus stramm stehen. Dann geht sie in die Schule. Ist für uns alle nicht einfach, aber das ist unser Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Deswegen bleiben Sie gesund und überlegen auch Sie, was Sie tun können für die Gemeinschaft. Ich möchte gerne dazu sagen, die Kollegen, die alle dieses Video gemacht haben, ihr seid nur am Arbeiten und ihr seid richtig gut am Arbeiten. Wo ist euer fucking Problem, Alter, ja? Wo war euer Statement, wo in Hanau die Leute gefallen sind, ja? Wo war euer Statement, wo Menschen eure Hilfe brauchen oder so? Am Fließband gestanden in einer Farben- und Lackfabrik, 9 Stunden lang über Leihfirma für 800 Euro im Monat, an einer Stelle, so vor diesem Fließband. Und meine einzige Bewegung war, die Dosen unter den Zapfhahn zu stellen, dass der Lack da rein, noch ohne Maske. Damals, da kann ein Fick drauf gegeben, heute trägst du Maske, obwohl nichts ist. Es ist ein schönes Beispiel, dass wir von Anfang an der Corona-Krise, ich sage das jetzt mal klar und deutlich, Herr Schritte, ja, von Dilettanten, Blendern und Scharlatanen informiert werden. Ja, es treten Leute medial auf, dominieren die Meinung, dominieren die politischen Entscheidungen, die völlig faktenfrei, völlig auch frei von Qualifikation ihre Empfehlungen geben. Ich meine, es werden ja sogar Gesetze gebrochen. Es stand im Infektionsschutzgesetz drin, dass das Paul-Ehr-Institut bitteschön die Daten von den Kassenärztlichen Vereinigungen abfragt. Mhm. Ist nicht passiert. Und endlich hat man es dann gemacht auf Druck und was kam raus? Viel, viel mehr Nebenwirkungen als diese Meldesysteme. Wir wissen doch, dass die Meldesysteme bei Arzneimittelwirkungen nicht funktionieren. Also es wird wirklich es ist für mich ein Zusammenbruch, es ist ein medizinischer Zivilisationsbruch, was hier passiert. Hier werden Leute ins offene Messer gestoßen und wenn sie dann auch diese Nebenwirkungen haben, werden sie alleine gelassen. Dazu kommt, wir leben noch in einer Zeit der Cancel Culture. Es ist alles so ein bisschen, was darf man denn überhaupt noch sagen? Also kannst du schnell an Pranger gestellt werden. Die Leute lieben es heute und da kommt auch so ein bisschen der allgemeine Frust rein, weil einfach 2 Jahre Lockdown waren, 2 Jahre Gefängnis. Jetzt fahren sie in Urlaub einmal zum Ballermann und stehen erstmal 3 Tage in der Schlange am Flughafen. Warum gerade in dem Personenkreis? Ja, ich hatte heute eine Schwester aus der Stroke Unit, die genau sich aus diesem Grund nicht impfen lässt, weil sie sagt, sie sieht, dass eben vermehrt Junge, die ja nie von Covid-19 bedroht sind. Das ist ja auch das Problem. Wenn wir bei der Impfung über die Risikogruppen sprechen, da können wir drüber sprechen. Aber doch nicht bitte die überhaupt nicht von Covid-19 bedroht sind. Da müssen wir doch jetzt stoppen. Und diese Schwester hat jetzt gekündigt. Weil sie sagt, sie macht das nicht mehr mit. Das ist für mich und wir müssen einfach auch mal die Gesamtzahlen sehen. Wir haben vorhin über Übersterblichkeit gesprochen. Da kann man jetzt natürlich lange diskutieren, wie ermittelt man Übersterblichkeit. Aber wenn Sie das prozentual nehmen, dann sehen Sie, dass 2020 im Vergleich zu den Einzeljahren eher ein günstiges Sterbejahr war, muss man sagen. 2021 jedoch im zweiten Jahreshälfte ging das los. Und es betrifft die jüngeren Jahrgänge. Das sind Fakten. Also man will die Leute fallen sehen. Du musst heutzutage ein stabileres Mindset haben als je zuvor, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, aber keine angepasste Mainstream-Puppe sein willst. Das heißt, I go with the current thing. Schwenke hier eine Regenbogenflagge und knutsche da meinetwegen mit einem Transgender rum und sage, wir haben uns hier alle lieb, aber wer das nicht so sieht, ist ein Nazi. Überspitzt dargestellt. Ich habe da nichts gegen die Leute, aber das ist genau so eine Art von Radikalisierung, wie das, was oftmals von den Leuten den anderen vorgeworfen wird. Wir haben eine historische Unterbelegung, und zwar 13% weniger Patienten. Warum hat der Chef der Charité sich dann hingestellt und gesagt, wir haben ein riesiges Problem, wir haben nicht genügend Intensivbetten? Das fragen Sie mal die Charité, weil sie nämlich nicht mit Zahlen argumentiert. Ich habe letztes Mal einen Kardiologen von der Charité hier gehabt. Wir haben genau mit Zahlen argumentiert, natürlich. Nein, lassen Sie sich mal die Belegungszahlen geben von 2019, 18, 20, 21 und Sie werden staunen, die Krankenhäuser haben sich eine goldene Nase verdient an leeren Betten.
Da schickst du einen Song beispielsweise bei Spotify rein, dann hören da aber erstmal nochmal Leute von deinem Label drüber. Und wenn da gerade irgendein Wort ist, was denen nicht passt oder eine Zeile, dann sagen die, dann musst du austauschen. Das geht so nicht, das ist zu gefährlich. Warum? Weil der ganze Laden ja da drin mithängt. Warum alles, warum eigentlich? Was ist denn der Sinn von der Sache? Ja, der Sinn von der Sache ist quasi eine indirekte Zensur. Dass keiner mehr irgendwas sagen darf und alle drumherum achten auch darauf, weil sonst sind sie nämlich selber die Gefickten. Und was kommt dabei raus? Eine Gleichschaltung. Da gibt irgendeine eine PR-Agentur, die die ganze Medienlandschaft, Mainstream-Medienlandschaft in Deutschland und auf der Welt steuert, vor, was ist jetzt gerade das, was wir in der Gesellschaft fördern wollen, was sind so Ansichten, die wir da reindrücken wollen. Social Engineering. Und dann wird das vorgegeben und wer sich da nicht anpasst, der fliegt halt raus. Cancel Culture. Heutzutage extremer als je zuvor. Wir bewegen uns in eine Richtung der verdeckten Zensur. Also Herr Lauterbach hat eine Adipositas-Leitlinie, wo ich selber gerade auch Autor bin, vor 20 Jahren vorgestanden. Er hat dort entgegen besseres Wissens ein gefährliches Medikament zur Zulassung empfohlen, Sibutramin, ein Appetitzügler. Alle Länder haben davor gewarnt, die haben es frühzeitig zurückgezogen. Nein, in Deutschland ist das 10 Jahre auf dem Markt geblieben. Es sind Leute zu Schaden gekommen, bis es endlich vom Markt geflogen ist. Ich habe auch 2 Jahre lang komplett meine Fresse gehalten. Manchmal musst du auch taktisch vorgehen und so ein bisschen mit Geduld. Aber jetzt... In diesem Sommer, da werden einige Dinge klar, die waren vielleicht vor 2 Jahren dem einen oder anderen noch nicht so klar. Und ich habe da auch teilweise Verständnis für, wenn nicht jeder offensichtliche Zusammenhänge erkennt. Ist alles gut und schön. Aber hier mit Free Spirit wollte ich vor allem ein Zeichen setzen, es muss nicht so laufen. Man muss keine Puppe sein, die von anderen gesteuert wird. Mach ein Video über Kollege. Mal gucken, er hat jetzt ja wieder so Verschwörungstheorien gegen das Impfen und so hochgeladen, wo ich mir auch so dachte, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Mein gutes Immunsystem kommt von richtiger Ernährung und Sport, nicht von Bratwurst. Wo ich mir so denke, ja Digga, die Bratwurst ist auch nicht dafür da, dein Immunsystem zu stärken, so. K-O-Doppel-L-E-G-A-H, Ghetto-Adel. Lass ich mir nen Jab verpassen, dann ist es ne Testonadel. Einzige, was hier ein Booster hat, ist der Huracan. Und einzige 2G, was mich juckt, ist der Gucci-Schal. Zeigt, dass dieses Land aus einem Tagtraum erwacht. Guck mal, der Zahn voll fast ab von diesem Karl Lauterbach.